Priester und der ganze Rat versuchten, Jesus durch falsche Zeugenaussagen zu belasten, damit sie ihn zum Tod verurteilen könnten. Er hat den Tod verdient, riefen sie. Dann spuckten sie ihm ins Gesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Andere gaben ihm Ohrfeigen und tönten: Hey, Christus, du bist doch der versprochene Retter. Du bist doch ein Prophet, oder? Ha, sag uns doch mal, wer dich geschlagen hat. Petrus saß immer noch draußen im Hof, als eine Dienerin kam und sagte: Du warst doch auch mit diesem Jesus aus Galiläa zusammen. Petrus steht es vor allen Leuten ab und sagte: Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Dann ging er in die Torhalle hinaus. Dort sah ihn eine andere Dienerin und sagte zu denen, die herumstanden: Hier, da war mit Jesus aus Nazareth zusammen. Und wieder stritt Petrus es ab und schwor: Ich kenne den Mann überhaupt nicht. Kurz darauf traten die Umstehenden zu Petrus und sagten: Natürlich gehörst du zu denen. Das merkt man doch schon an der Aussprache. Petrus aber schwor: Gott soll mich strafen, wenn ich lüge. Ich kenne den Mann nicht. In diesem Augenblick krähte ein Hahn. Und Petrus erinnerte sich daran, dass Jesus zu ihm gesagt hatte: Bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, dass du mich nicht kennst. Da ging er hinaus und begann bitter zu weinen. Nein, das ist